herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der runenalten Mühlenwurst. Nein, 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 wir sind hier immer noch in der Mühle oder bei der Mühle kurz vor Amana. Ich mache mal eben das Log an und gucke mal eben Zugang zur Festung Amana. Haben wir ja gar nicht gesehen. Zu dumm. Ohne das richtige Passwort, also die Parole, lässt mich die Torwache nicht in die Festung hinein. Von wem kann ich denn nur die Parole in Erfahrung bringen? Ich werde am besten erstmal einige Aufträge in Amarna und Uga annehmen. Vielleicht gelange ich ja auf diese Weise an das Passwort. Ja, in Amana komme ich ja nicht rein in die Festung und das heißt also Uga irgendwie was machen. Vielleicht hat sich jetzt auch irgendwas umgestellt, dass ich hier nochmal erstmal gucke, ob ich dann noch nicht so ein paar Peoples anfragen kann. Das wäre, oder hier mal eben gucken. Wobei wir nochmal gucken müssen auf unsere Potenz hier. Stärke, Geschick. Da könnte ich an der Geschick ein bisschen was machen, weil ich sollte, es sollte eigentlich ausgeglichen sein. Wer konnte mir nochmal? Rocco. Rocco Schamani konnte mir. Da komme ich nicht rein. Mist. Ist er das überhaupt? Ich glaube nicht. Der konnte mir Geschick beibringen. Das ist ein Assassinenwache, richtig? Mein Gott, wo seid ihr denn alle? Und hier ist Sanchez drin. Für den muss ich ja noch hier die Säcke bezahlen. Säcke bezahlen? Nein, die Säcke besorgen. Ich glaube, ich werde mal hier mich doch mal laben. An diesem vollen Gabentisch. So, erstmal hier die Tür in Besitz. Oh. Ah, jetzt zippelt es nicht mehr. Okay. Hab das Spiel nochmal neu gestartet. Gut. Deswegen ist die Tür wieder zu. Weil ich hätte auch normalerweise wieder ganz von vorne anfangen können, die Begrüßung. Und dann geht das Spontane bei mir flöten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber so mache ich das halt eben auch. Bei der letzten Folge, da ist mir ein Fauxpas passiert. Da habe ich eine ganze Szene vergessen aufzuzeichnen. Das war übel, Leute. Und dann habe ich dann... Dann habe ich dann echt geguckt, machst du das nochmal neu? Dann habe ich dann nicht mehr so überraschend geguckt, als die Leute dann da an der Mühle standen und eigentlich hätten die Mühle, also diese Animation mit dem, da war ich nicht so begeistert, weil das kannte ich schon. Und ich möchte natürlich auch ganz, da oben sind ja die People, ganz gerne natürlich die Spontanität beibehalten. Ah, da ist ja der Rocco. Hey, Rocco, kannst du mir mal Geschicklichkeit beibringen? Kostet ich natürlich will 25, geschickter werden. Ne? Ja, oh Gott, dann machen wir das mal so. Und dann packen wir doch nochmal wieder. Ja, okay. Gut, jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Was, noch besser? So, Geschicklichkeitstrank kann ich ja gar nicht brauen. Ich weiß es nicht. Hätte ich auch machen können, aber ich glaube... Ach, blöd. Das mir vorher überlegen sollen, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Mal gucken. Also, ich habe noch mal nachgeguckt in meinen Fähigkeiten. Ich kann Geschicklichkeitstränke machen. Dafür brauche ich für 3 Geschick natürlich ein Kronstöckel und Gobobären habe ich noch 4. Also, Kronstöckel, daran hätte es nämlich gehapert. So, immer noch aufklären das Ganze. Das sollte man auch machen. Ja, ach ja, sorry, dass ich wieder hier hoch muss, weil hier wieder ein Geländer fehlt. Naja, ich wollte nämlich noch Sanchez was fragen. Ach, kommt man nicht hoch. So, so ist nix. Genau. So, ich bin noch ein bisschen durch. Weil ich hatte gestern einen ziemlich hart anstrengenden Tag gehabt mit den Technikern, die gestern bei mir im Haus waren. Musik ist da. Dann gucken wir doch mal weiter. Aber Amana komme ich ja nicht weiter. Also da komme ich nicht in die Festung rein. Das heißt, ich müsste nach Uga. Aber ich würde am liebsten nach Uga. Ist Tom immer noch so ein bisschen genervt. Am liebsten nach Uga, wenn ich hier für hier diesen Punkt einen Teleportstein hätte. Gehe ich mal wieder zurück hier zum Tor. Warum? Ja, warum? Warum ist die Banane krumm? Weil ich einfach wissen will, ob noch was hier im Argen ist. Ich will wissen, ob's... Ja, da war doch irgendwo... Da sind wir noch nicht runtergegangen, das weiß ich. Hier kommen wir eh nicht durch, wegen der Parole. Genau.
Weil wir haben ja den Bereich hier da, wo ich jetzt hier lang laufe, da entlang, ne? Da war ich noch nicht. Da war ich noch nicht. Und deswegen, ich gespannt bin, bin ich gespannt. Ich bin nicht gespannt, weil ich nicht weiß, ob ich der Joghurt bin mit Erdbeergeschmack. Du meinst Yoda. Nein, Joghurt. Okay. Der göttliche Joghurt. Ich laber bald was. Okay, es scheint hier überhaupt nichts zu sein. Gab es denn hier irgendwelche Items, die am Boden liegen? Sollten gut zu sehen sein, da ja schön alles voller Sand ist. Natürlich ruckelt es immer, das lässt sich aber nicht vermeiden, weil die Map so groß ist und es ist eine Modifikation. Also da ist doch eine Löwin oder ein Löw. Jetzt bleibe ich hier hängen. Oh. Modifikation ist, die richtig cool ist und alles ausnutzt. Weiß ich nicht. Glaubt jeden Millimeter, den man in der Map definieren kann. Ich speichere mal. Auch meine Hintergrundgeschichten sind ausgestellt. Sogar die Telemetrie von der Nvidia-Karte. Wusstet ihr das, dass die Nvidia-Karte euch ausspäht? Also jetzt nicht die Karte selbst, nicht die Hardware, sondern da ist nämlich so eine versteckte Software drin. Ja, und die macht Telemetriedaten über euch, ohne vorher gefragt zu werden. Das habe ich natürlich erstmal ganz schnell unterbunden. Mal gucken, ob wir hier gegen den lustigen Löwen... Ach, eine Löwin sogar. Wo sind deine Kinder? Wo sind deine Kinder, Baby? Oh, die ist nicht so clever, die ist blind. Ja, siehst du? Ja, hätte beinahe geklappt und es hat auch geklappt. So, da gibt es noch mit hier ein bisschen Zeug. Dann haben wir da hinten noch eine Löwin, noch einen Löwen. Wahrscheinlich ist es der Partner. Und noch mehr Löwen. Machen wir mal speichern. Jo, dann komm doch mal. Du musst es nicht mit Feuer fallen. Ja, ich weiß es nicht. Weil ich eigentlich ganz gerne so auf Kuschelkurs gehen möchte mit den Löwen. Aber ich muss mal hier ein bisschen besser kurze Schläge machen. Okay, das kostet mich natürlich auch wieder ein bisschen Leben. Ist klar, ob es werde ich mal mich ein bisschen frisch machen. Ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen frischer und jetzt gucken wir mal, wo noch so. Da sind auf jeden Fall noch welche. Dann werde ich doch noch mal versuchen, eventuell, aber ich glaube es eher nicht, dass die. Na, wo sind sie denn? Hier. Mal gucken. Upsie Daisy. Oh, da liegt was. Oh, oh. Komm! Ja, diese Effektanimation und der Wechsel zwischen Fernwaffe und Nahkampfwaffe war doch ein bisschen hakelig. Kommt noch einer? Kommt keiner. Gut. Da steht da. Roccos goldener Ring. Oh, der hat magische Schwebefähigkeit hier. Angst. Roccos goldener Ring. Okay. Bam, bam. Naja, vielleicht liegen noch mehr so Zeug rum. Hier sind wir ja rumgetanzt auf den Felsen. So, jetzt wird es ein bisschen diesig. Okay. Schauen wir mal. Hä? Moment, ich speichere nochmal ab. So. Habe ich ja auch noch nie gesehen, dass man beim nah herantreten ein Objekt unsichtbar wird. Oh.
Wollen wir mal Eiswelle machen? Und diese Löwin mal schön abkühlen? Hab da noch was von. Löwin on the rocks. Warum gibt's denn hier so viele Löwinnen statt Löwen? Ich hau der Löwin auf den Popo. Und da ist sie wieder wach. Aufgetaucht. Oh, da ist jetzt noch ein Löwin. Ah, ich brauch noch wieder Mana. Batu, batu di, mana, mana, batu di, du. Mana, mana, batu, batu di, tutu di. Gut. Dann geht's der nächsten Löwin auch. Da sind wieder zwei Wegweiser. Dann gibt's der nächsten Löwin. Da gibt's hier noch mehrere. Ja, natürlich, war klar. War sowas von klar. Aber die werde ich noch mal eben hier live ein... Moment mal, ich gehe mal hier rum, damit ich sie gegen die Wand drängen kann. Das ist immer ganz gut, wenn man die Gegner... Jetzt fängt sie erst an zu bluten. Okay. Jetzt gucken wir mal, was hier auf dem Wegweiser ist. Während mein Blut auch den Wegweiser nach Amana, nach Ishtar. Okay. Also, da würden wir uns ja voll daneben bewegen. Ich guck mal eben auf der Karte, auf dieser, wo wir uns befinden. Und soweit ich weiß, sind wir uns eigentlich schon aus dem... Ach, hier, da. Okay, ganz unten am Rand. Okay, ganz unten am Rand in der Mitte. Ja, ich glaube, ich gehe mal wieder zurück. Also im Off. Und muss mich wahrscheinlich doch nach Uga begeben. Erstens wegen der Korngeschichten, also Kornsäcke, damit ich die habe. Und zweitens mal gucken, ob es da neue Geschichten oder Anfragen gibt. Neue Optionen, Quests und so weiter. Also bis gleich. Ich stehe jetzt vor Juan. Gucken wir mal, wie viel Geschick wir haben. 152. Ich will es wagen. Ich will es wagen. Ich habe vorher abgespeichert, um zu gucken, was passiert. 210. Wohnhaus Armana Mühle erhalten. Mittlerer Lederbeutel erhalten. Wohnhaus Armana Mühle. Das ist also bestimmt die Geschichte hier. Wohnhaus. Ja, wer bist du? Du bist jetzt auch... Okay. Wohnhaus Armana Höhle oder Mühle, oder ist es das? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. So, andere Schlüssel gibt's ja nicht. Gut, dann haben wir das auch. Dann ist das doof. Ja, Moment, da hinten waren noch ganz viele Räubertjes da an der Brücke. Da werden wir mal eben kurz hinfetzen. Bis gleich. Ja, also nach Uga geht es ja auch auf diesem Weg. Nur sind hier ganz viele Wüstenräubertjes am Ende. Ich werde also mal Nickerchen machen, bis ich mich umrüsten kann, bisschen mehr Schutz habe. Und zwar Nickerchen oder 4 Stunden. Ja, okay, dann gucken wir mal sicherheitshalber. 17.06 Uhr, ne, da machen wir noch ein Nickerchen. Nein, ja doch, ich dachte schon. Nickerchen, das waren glaube ich 2 Stunden, ne? Da ist das Zufall, das habe ich noch gar nicht so herausgefunden. Müsste es jetzt 19 Uhr, denke ich mal, sein. 19 Uhr noch was. Ja, ja, genau, okay, dann Nickerchen sind immer 2 Stunden. Dann machen wir mal einen kurzen Umzug. Eine bessere Gestalt und speichern ab. Ja, da die natürlich da hinten auch wieder sondern bestimmt viele Pfeile haben, kann ich ja so nichts ausrichten. Es sei denn, Moment mal, das müssen wir anders machen. Und zwar, Rico, irgendwas, damit wir so mal ein bisschen... Ich überlege mir was.
Ja, Feuerregen habe ich natürlich nicht. Jetzt habe ich den Feuersturm. Jetzt gehe ich ein bisschen weiter auf die Brücke und gucke mal. Okay, das müsste eigentlich ein guter Abstand sein. Der wird jetzt garantiert Blitzebogen nehmen. Mal hier ein bisschen Deckung. Das ist einer. Und da hinten ist noch einer. Und noch einer. Und noch einer wahrscheinlich. Der natürlich da hinten nur am... Nur am Ballern. Das heißt, ich werde mal schauen, wenn ich... Noch. Nee. Es ist übelst. Ist er denn noch am Schießen? Nee, der schießt nicht mehr. Er schießt nicht mehr? Wieso schießt er nicht mehr? Weil ich zwischendurch abgespeichert habe? Ist das ein Clou eventuell? Okay, schauen wir mal, wenn wir den Feuerpfeil benutzen. Aha, das ist ein Wüstenort. Den habe ich ja nicht so arg getroffen. Oh, jetzt schießt er doch noch. Aber er bleibt irgendwie... Er trifft nichts, ich treffe nicht. Warum ist das so? Ah shit, jetzt trifft er mich. Ich treffe ihn auch. Ich bin Erster. Im Sterben. Ich meine natürlich im Duell gerade eben. Oh. Okay. Er ist im Laufmodus jetzt, nachdem ich eingespeichert habe. Dann werde ich jetzt nochmal, hätte ich auch im Off vorbereiten sollen eigentlich können, aber vielleicht lässt sich da irgendwie was da machen. Okay. Ich komme vorbei an diesen Seilen, aber ich treffe ihn. Kamera. So. Ja. Na komm. Mach doch mal einen Schaden. Nee, du nicht. Nee, da prallt er dann da ab. So. Oh. Keine Feuerpfeile mehr. Das ist ja jetzt echt übelst, Leute. Ja, so kann's gehen. Okay. Oh, jetzt werden sie alle. Jetzt werden sie alle. Oh, jetzt prasselt's ein wie ein MG-Feuer. Kommen sie denn noch nach? Oh, ja. Das ist übel. Die Wüstenräuber, das ist Selbstmord, wenn ich das noch weitermachen würde. Kommt wer nach? Nein. Ja, liebe Leute, dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als doch noch nach Uga zu teleportieren. Nein. Jetzt bist du dran. Ja, ist klar. Nicht Doofkopf. Vergessen, mich wieder umzuziehen. So ein Schwudel, Schundel, Schundel. Ach, da sind auch noch Wüstenräuber. So. Immer vergisst man was, meine Herren, immer vergisst man was. So. Gucken, ob die immer noch im Jetzt-bist-du-dran-Modus sind. Nein, sind sie nicht. Hallo Torwächter, hallo noch ein Torwächter. Aber halla, ja, da muss ich wieder pennen. Da muss ich ja wieder pennen. Und zwar, ich kenne mich nicht... Ja, schade, ich dachte, man könnte noch einen Runenstein finden. Stopp. Ja, so, hier würde Bachau sein. Der ist aber natürlich am Pennen. Aber hier sind noch ein paar Leute. Wie spät haben wir es denn? Okay, 8:30. Tuga. Hey du. Was gibt's Neues bei dir? Okay, er kann meine Kräfte steigern. Jump Bock. Hier gibt's nichts Neues.
Na, dann lass uns doch einfach mal bis zum nächsten Morgen schlafen, wenn wir Branko. Hey du! Okay, hier gibt's auch nichts Neues bei Branko. Gehen wir mal hier ins klabige Viertel. Theo, unser Kiffer. So, wirklich zum Schlafen. Hoffentlich fliege ich nicht weg. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, wirklich zum Schlafen. Es ist Sonnitsch. Und dann fetzen wir wieder zurück. Zubachal. Und hoffen, dass er Korn hat. 11 Stück habe ich. 11 Säcke Korn. Sup. Und, Zeig mir deine Ware. So, was sieht denn auch nach Kornsäcken aus? So, im ersten Augenblick da. Sack mit Korn. 10 Stück. Kostet pro. Das kriegen wir doch alles hin. Herrlich. Wunderbar. 10 Säcke Korn gekauft. Das müsste nach Adam Ries dann 21 bedeuten. Eben gucken. Sack mit Korn. Ich habe ja so viele Kornsäcke. Wo sind sie denn? Ja, das dürften sie sein. Na also, perfekt. Ja, und dann geht's üblerweise. Moment mal, gucken wir mal auf die Karte. Also, andere Seite, Richtung Süden, wieder zur Mühle. Da darf ich natürlich auch wieder latschen und latschen und latschen. Und das mache ich im Off, meine Herren. Jawohl, hier sind wir. Rutsch, jetzt muss man gucken, wo ist Sancho. Moment mal, Rocco, du hast doch einen goldenen Ring, ne? Also, du bist doch Rocco. Ich habe deinen goldenen Ring gefunden. Nee, will er nicht. Okay, dann kommt die Quest bestimmt noch. So. Assassinenwache. Jetzt ist die Tür zu und ja, es war dieser Schlüssel. So, aber Sanchez ist bestimmt hier nicht drin. Oder doch? Oder habe ich jetzt wieder hier Fußprobleme? Da ist Sanchez. Hier hast du dein Korn. Hier hast du dein Korn. 20 Säcke. Du hast es tatsächlich geschafft? Was ist mit meiner Belohnung? Die hast du dir redlich verdient. Da, nimm. Das ist schön, wir haben die Säcke gekriegt, also das wird wahrscheinlich, ja, ja, ich habe, ja und dann? Jetzt brauche ich natürlich noch Säcke Mehl. Ich dachte, ich kriege jetzt Mehl dazu. Warum nicht? Nach dem Motto, ich könnte doch eigentlich dann in Uga für Torres die restlichen Säcke besorgen. Ja, das ist ja wieder ulkig. Und ich guck mal eben kurz auf die Zeit. So schlimm ist es noch nicht. Muss mal überlegen und speichern. Yep. Die stehen aber nur so dumm rum. So, jetzt gehe ich mal. Oh, man kann sogar hier raufklettern. Aha, es geht auch. Oh, 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 oh. Jetzt hänge ich irgendwie ein bisschen. Ah, jetzt nicht mehr. Könnte Lemmy sein, dass hier irgendwas versteckt ist, sowas wie ein ein Runenstein. Mal gucken, ob ich die andere Seite nehmen kann. Ja, sorry, das. Yep, okay, das hindert mich jetzt wieder am Rausspringen. Weil hier habe ich nichts finden können. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Und zwar hier zwischen. Vielleicht. Man weiß es ja nicht. Okay, da ist auch nicht so, wie es aussieht. Wäre auch nicht sinnig, weil dann der Runenstein bestimmt, wenn das Ding irgendwann mal in Aktion käme hier, diese Mühle, ja, der würde dann zerstört werden. Aha, aha, aha. So, wen haben wir denn noch? Tom, hey, kann ich immer noch nichts für dich tun? Nee. Mann, oh Mann, oh Mann, ich soll mich... Wo kann ich denn Parlare machen? Hier Parole oder sowas. Juan, hast du noch ein... Ach ja, dann fetze ich mal nach Uga.
Das dauert immer ein bisschen. Hier ist ja eine Riesen-Map. Weil es steht nämlich hier im Ihr Zugang zu Fester Amarna. Da steht unten drin, Sie vermelden am besten erstmal einige Aufträge in Amarna aufnehmen und Uga annehmen. Aber in Uga kann ich es ja machen, aber Amarna komme ich ja noch nicht mit rein. Was ist denn da gerade eben vorbeigeflitzt? Das heißt, Zugang Fester Amarna, unsicherer Karawanenweg. Das ist das mit den Wüstenräubern auf der Brücke, denke ich mal. Das ist ja die Schlucht. Nicht so schnell, Miki, nicht so schnell. Ja, die Brücke, genau richtig. Die Katakomben von Uga. Da war ja noch irgendwas, was mit dem Schatz, da habe ich keine Schatzkarte, keinen Kreuz gefunden. Schatzsuche im Pendlertempel, Sklavenjägerhunde war ich auch schon durch, habe nichts gefunden. In der Oase, komischerweise, Schatzsuche in der Tempel, schatzreiche Beute. Schatzsuche in den Katakomben, genau, das war ja mit Abdallah. Ich sollte dich da mal wieder runter. Ich gehe mal zu Abdallah hin, wir haben ja noch ein paar Minuten. Weil es heißt, dank eines Eintrages von, schlag mich tot, sorry, fällt mir nicht ein. Ohne Abdallas Hilfe könnte ich da nicht weiterkommen. Nee, das ist jetzt, glaube ich, hier auch falsch. Ich muss meine Karte hier wiederholen. Ich glaube nicht, dass ich da was ändere. Und, Aramis, mal gucken. Hey, du! Vielleicht ist es gar nicht mal so falsch hier. Nee, das ist ein geschickter Eins. Ich muss meine Karte zu Rate nehmen und dann gucken, wo es zu den Katakomben geht. Also bis gleich. Wegepunkt Nummer 4 Amat. Da bin ich jetzt auch genau hier richtig. Und dann gehen wir da mal rein. Und da ist ja noch eine Tür irgendwo hier. Ja, da ist es. Und dann geht es in die Katakomben und dann werde ich mal nochmal zu Abdallah hin. Und ich hatte da was nicht ausgelöst. Das kann ja auch sein. Also bis nachher. Nee, eben nicht. Weil hier gibt es Fleischwanzen. Wieso soll ich die nicht nochmal eben kurz metzeln? Weil hier war ich, glaube ich, noch gar nicht. Okay, Fleischwanzen. Okay, hier gibt es nämlich nur so einen Kreuzgang. Nicht zu holen. Schalter. So, dann gucken wir erstmal die andere Geschichte an. Hier ging es ja auch noch irgendwo hin. Okay, hier ist. Was hier ist? Was ist Ring der Erleuchtung? Ja. Und da ist die Fackel der Erleuchtung. Das Fass hat keine Bedeutung. Ja, jetzt sind wir hier oben. Ja, ich bin runtergesprungen. Super klasse. Okay, ja, das war schön. Wir gehen jetzt hier hin und dann gehen wir hier rechts runter. Gucken nochmal her auf den Plan. Okay, hier ist Sackgasse. Und hier waren wir ja schon zuvor. Ich gucke mal eben auf den Plan, dann melde ich mich wieder, wenn wir bei Abdallah sind. Jo, also hier am Ende da an der Verzweigung, da wird der Abdallah hoffentlich noch stehen. Wo ist denn jetzt das erste Teil? Das erste Teil ist hier. Hier war ja der Abdallah. So, ja, genau richtig. So, den habe ich ja umgenietet. Ihm seine Schatzkarte abgeluchst. Da gucken wir auch noch mal kurz drauf. Jo, und ich befinde mich ganz weit außen und das ist hier die Katakombe. Da ist also jetzt nochmal Abdallah gefragt, ob der mir weiterhelfen kann. Hey du! Hallo, wen haben wir denn da? Stör mich nicht, ich hab zu tun. Hey! Hallo, wen haben wir denn da? Stör mich nicht, ich hab zu tun. Tja, ohne seine Hilfe komme ich nicht weiter, um einen Schatz zu heben. Oder muss ich hier auch mal hacken? Ja, das ist... Doch! Oh, oder? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Der Schatz des was? Was Schatz des? Der Schatz des... Na, Herakles.
Na warte, du elender Dieb. Okay. Alles gut. Ich lasse ihn aber am Leben. Okay, die Hacker da wieder. Mittlerer Leberbeutel. Großer Lederbeutel. Okay, muss man ein bisschen nachdenken. Das ist auch wichtig. Hier braucht es nichts mehr zu ackern, ne? So, los, Abdallah. Ach, da haben wir wenigstens noch was in dieser Folge erfolgreich gemacht. Ich guck mal gleich nach, was dieser Schatz des Herakles zu tun hat. Mein Schädel. Ja, dein Schädel. Und jetzt trink erstmal was. So, Warte mal. Nee. Warte mal. Der will nicht. Der haut ab. Der will wohl nichts. Ich guck mal eben nach den Sachen, die ich habe. Da ist er, der Schatz des Herakles. Eine goldene Schatulle. Auch gut. Ja, dann werde ich nochmal die Lederbeutel nochmal leeren. Und dann mich verabschieden für diese Folge. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Gebt einen Kommentar und einen Pfeil nach oben. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Ciao.